Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Und mit mir dabei ist der gute, geschätzte, werte, liebe Rufen. Nenn mich Don Juan. Ich bin nämlich jetzt in der Mafia-Geschäft. Und wir starten nochmal, ne? Nein, Ich kann das auch. Ich kann dich auch weitervermitteln an Leuten, ne? darf ich ganz kurz? Das Also ich platziere hier mal ja. ganz kurz meinen Steinweg schon mal so ein bisschen zum Anfang. Also das ist nur ein bisschen so, weil ich will ja jetzt hier ein bisschen den Steinweg hier erweitern, schon mal so ein bisschen die Richtungen vorgeben. Aber das Erste, was natürlich bei mir hier ansteht, ist jetzt erstmal nach Fleisch Ausschau zu halten und ein bisschen Vorrat anzulegen. Dann wollen wir natürlich hier weiter planen und auch noch weiter bauen. Und der Rufen hat auch noch was vor. Ja, denn ich habe da eine Vermittlung aufgemacht für dich, ne? Und auch für die Zuschauer. Kommt schon Ich kann nichts euch Gutes bei rum. schicken zu der Aliens. Ich kann mit der Aliens reden. Was? Ich kann mit Aliens reden. Weißt du, manchmal hinterfrage ich bei dir schon Ecke, Sachen. Ecke! Entschuldigung, Sie haben mich kurz kontrolliert. Sie wollten auch Hallo sagen. Was ist los mit dir? Ich bin emotional, ich stehe endlich davor. 1000! Ach Baumstämme so. platziert zu haben. Ich habe nämlich genau jetzt 999 platziert. Und ich wollte das einfach in der Aufnahme haben, um einfach mal zu gucken, wie lange es damals gedauert hat, dann, wenn ich das nachgucke, Ja. bis ich 1000 voll hatte. Und jetzt werden sie platziert. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Und wie fühlt More sich's an? Noble. Ach, super, super. Weil ich weiß jetzt, dass ich nur noch 5.899 Stämme platzieren muss. Ich habe hier gemacht. Muss ich dazu was sagen? Alter, ich weiß nicht, in welcher Folge wir sind, aber ich habe die 1000 erst geschafft. Und hier ist schon fast kein Wald mehr. Oben hier war übrigens ein Lurchi. Lurch! Danke. Bitte, 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 bitte. Ich hab. Komischerweise, ich habe hier Fallen aufgestellt. Ich krieg immer nur Hasen. Will mir das Spiel sagen, ich bin ein süßes Häschen, oder was? Ja, Mann. Völlig überzeugt von der Idee. Ja, Mann. Ja, Da Mann. bin ich voll Das dabei. war's. Das ist es, das muss es sein. Dafür haben wir uns hier versammelt. Da sind wir dabei. Das Das ist ist prima. prima. Ich baue hier gerade eine Falle. Die Basics werden erweitert. Machen wir erstmal die Basics, ne? Nur ich habe mir halt jetzt schon fünfmal gedacht, reißt du es Darf ich einfach ab, ganz ne? kurz erstmal die Story von eben weiter erzählen, so wo mich mein der Marian angerufen hat. Einfach ich dann so, yo, wie kommst du jetzt darauf? Und dann habe ich haben wir gesagt so, ja, ne, machen wir am Dienstag. So, und ich dann so, ja, was für ein Training möchtest du denn haben? So ein komplett, wo du dich hinterher nicht mehr bewegen kannst, oder möchtest du normal? Er so, ja, normal. Ja, so, wie kommst du denn jetzt da drauf eigentlich? Ja, dann so, ja, du, wir wollten doch neulich und mir ist jetzt eben eingefallen. Oder vielmehr gestern schon. Ja, so, okay. Das neulich von vor 3 Monaten. Weißt du, was ich aber so als Vermutung habe? Dieses, ihm ist es gestern eingefallen ist. Er war gestern auf einer Party, habe ich gesehen bei Snapchat. Und ich glaube, dass Mario, du warst ja auch mal dabei auf meiner Geburtstagsfeier. Ach so, ja, Ja, gut, ja. okay. Ja. Marian ist nämlich so einer. Ich glaub's auch. Ja, das wird der Grund sein. Ja. Die nämlich alle so. Hey, lass ihn. Ja. Hey, es ist halt, okay, es ist ein, ja, ein Minderwertigkeitsproblem, ein wichtiges Problem im Leben. Natürlich, also ich bin auch auf jeder Party so, dass ich der Stärkste bin, weißt du? Also, nee. Weiß nicht. Abichte. Die Kinder. Okay, lustig wäre halt wirklich gewesen. Man muss dazu sagen, wir waren zum Tag der Aufnahme, Ja. einen Tag vorher, Oh, Lasercag Hoppeläschen. spielen.
Hab Häschen. Nein, leg jetzt nicht ab. Ja. Die Zuschauer müssen das mitkriegen. Und Okay. dort war eine kleine Kindergeburtstagstruppe. Und sie hatten einen Panchomat, sage ich immer dazu. Oh, Also diese hör mir Kugel, auf, wo die man Wanzen. gegenhauen muss. Und dann wird halt angezeigt, Da hat wie mich doll übrigens man meine der Freundin, geschafft hat. ganz kurz zu der Story von vorhin, da hat mich meine Freundin übrigens auch ein bisschen, also hinterher dann ein bisschen erinnert an meine Ex-Freundin. Mit dem, dass sie im Nachhinein so ein bisschen aggressiver wurde, aber vielmehr das ein bisschen, dass sie Ich das war aber auch nervig. bisschen angesäuert war. Ja, doch, Aber ich war dann es habe ich aber mich, auch. dann musste ich mich aber tatsächlich nochmal so zurückrufen und sagen, sie ist anders, sie ist eine nette Person, sie ist nicht so wie die andere. Nee, aber Falls, in dem Moment, übrigens, das hat halt falls meine wirklich Ex-Freundin genervt. gerade zuguckt, schalt wieder ab. Dich braucht man nicht. Tschüss. Ich bin nett. Alter. Ja, was denn? Man muss auch mal Grenzen aufweisen. Ach so, darum die Berliner Mauer. Nee, Oh, wenn. ja, Entschuldigung. Nee, die haben aber auch genervt, ne? Weil man soll dagegen hauen und nicht gegen sprinten. Naja, was willst du Aber man halt? muss Jetzt mal, dazu sagen, Fairness halber muss man ja, aber auch ganz kurz dazu sagen, ne, naja, was man willst du halt kann machen? ausholen. Man kann Hä? ausholen, okay. Die waren Aber da in 11. Vollsprint geht, ja, ist doch egal. Du hättest trotzdem gegen sie verloren, das weißt du. Genau. Ja, Also, ihr das seid war nämlich euch. einer der Gründe, warum er. Wir haben alle gesagt, mach doch mal. Und er, seine erste Aussage ist genau das, was wir uns eigentlich auch alle gedacht haben. Nee, ich lass das lieber. Nicht, dass ich noch doof dastehe und nicht mal die 800 erreiche, Ja, aber weil ich falsch drauf hau. jetzt stell dir mal vor, ich hätte wirklich da voll verkackt. Wie peinlich wäre das denn gewesen gegen so Das kleine Knirpse? wäre so gut gewesen! Das wäre so gut gewesen! Du hättest da erstmal so ankommen, so, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Ihr braucht keinen Anlauf. Haust gegen 150. Das Ding ist halt, man weiß halt auch nie, es sind halt auch viele, so diese Boxautomaten sind halt auch, die einen sind so eingestellt und die anderen sind so aus eingestellt, ne? So, man weiß es halt Er hat nicht. dann den gebracht. Das war falsch eingestellt. Das war nicht ich. Das war Zum einfach Beispiel komplett falsch. in Hannover habe ich nur 626 war es, glaube ich, geschafft einmal. So, und da haben die 11-Jährigen ja 800 geschafft jetzt da in Hameln. Ja. Oh, ich muss jetzt übrigens rauscutten gerade, glaube ich. Nee, wir waren in Hameln, okay. Ja. Ist doch nichts Schlimmes. Genau. Man kennt unsere Namen. Also. Was für Namen? Manfred! Waldemar. Manfred! Oh nee, nicht der schon wieder. Ah, Lurch. Nimm den weg, nimm den weg! Lurch. Zwei. Durch! Oh. Die sind aber auch so schnell, ne? Ich habe einen weggebombt. Richtig so. Man sollte mir niemals Oh, Dynamit in die Hand geben. Oh Gott. die verhöhnen mich, ich sehe das. Diese eingebildeten Viecher, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, anstatt dass man die einfach mal treffen kann. Man kann die halt auch gar nicht treffen. Ich hab vorhin übrigens ein geiles Video gefunden. Warte, ich bin gerade Man. auf Lurchjagd. Oh, einen habe ich. Weil der andere hat ihn richtig geopfert. Aber ja, was wolltest du sagen? Ich habe vorhin übrigens ein Video gefunden, das wollte ich dir eigentlich noch senden, hab's dann verpasst. Weil ich einfach weitergescrollt, also drauf gekommen bin, das weitergescrollt, okay. Entschuldigung. Ich habe gerade auf den Sand geschlagen und der Lurch rennt voll rein. Einfach so, aber auch so richtig stumpf, so dieses. Ja. Also der Videotitel war Raccoon 007. Okay. Was heißt Raccoon übersetzt? Boah.
Jetzt stell mich nicht hier bloß. Das ist dein Lieblingstier. Waschbär. Ja, da siehst du, wie ein Waschbär da langsam ankommt zu einer Schale. Ich glaube, Hundefutter war es. Er grabt rein und zieht erstmal mit dem Buckel des Quasi-Modus weg und hat das Futter in der Hand. Aber es sah so gut aus. Verhalte dich normal. Also, das muss ich direkt dran denken, an das Video. Verhalte dich unauffällig. Falls ihr es noch nicht kennt, guckt es euch an, das ist lustig. Es ist wirklich so gut. Einfach nur, Waschbären sind. weil es Waschbären sind. Oh ja. Verhalte dich unauffällig. Ich mag Waschbären. Also, wenn Ich ihr das mag sehr seht, so fair könnt ihr Waschbären, euch also. eigentlich auch Kevin in den Clubs damals vorstellen. Verhalte dich unauffällig. Wobei ich echt überlegt habe, ob wir vielleicht auch mal irgendwann mal streamen sollten. Also, ich hätte nichts dagegen. So. Also wir haben so eine kleine Idee gehabt, die wollten wir dir sowieso mal die Tage dann mal ein bisschen privat vorstellen. Naja. Was das Thema Also, Streaming angeht. ich warte erstmal ab, so, weil, ne, nicht bös gemeint, aber ich sag nur, wo du mir schon zweimal angekündigt hast, dass du Hasbro Family Fun Pack holen wolltest. Nein, wir wollten den Freitag wegmachen mit den Videos und dafür das Stream. Ab 17 Uhr. Nice. Das war die Idee. Nice. Damn. Damn, boy. Und wer sagt, dass ich das Spiel nicht habe? Ich. Also, das hättest du es vorgeschlagen schon. Nö. Warum soll ich das denn vorschlagen? Because of you. Ich habe auch Formel 1 und schlag das nicht immer vor. Ach komm, jetzt kann, also, Marvin. Ich führe euch nur vor. Ja. Jetzt haben wir den nervigen Part los und wie geht's euch so? Die Lache hört man durch, selbst wenn man das, wenn man das Headset weglegt. Ist auch legendär. Ja. Ich hoffe, ich mir die Bäume gefällt. Verdammt. Ich habe einen Vogel getötet. Au. Der Wagen ist gut. Hock da der Feeling. Hab ich rausgehört. War Mach Guardians of the dann! Galaxy. Guardians of the Galaxy. Hab ich rausgehört. Ah, okay. Bogdanovic. Haben wir neulich geguckt. Guardians of the Galaxy Wen? war. Bogdanovic. Ja! Entschuldigung. So, da sind wir wieder. Bitte schreibt Hashtag Gehfehler in die Kommentare. Bitte. Warum? Ich werde es eh rauscutten. Warum sollen die da was reinschreiben? Das ist einfach nur für mich persönlich. Okay. Oh. So, vor den Kannibalen Auffangstation, sage ich mal, baue ich noch die Beete hin, dass ich dann halt da auch ein bisschen Versorgung halt habe. Baum. Was? Baum. Bodum. Bodobididum. Baum. Bodum. Bodobididum. Touchdown. Nice. Für? Seattle. Ach ja, spielen ja heute. 13 zu 0 gegen Jacksonville. Green Bay spielt heute nicht, ne? Die haben am Anfang der Woche Nee, die gewonnen. haben Donnerstag gespielt. Ja, Und haben sag ich gewonnen ja, gegen Anfang der Woche. Cardinals. Richtig gut. Ja, ist ja eigentlich Anfang der Footballwoche so gesehen, weil die geht ja von Donnerstag bis Montag.
Und so wie ihr das glaube ich, jetzt hier sogar bis seht, Dienstag. so wie ihr das jetzt hier seht mit dem Weg und so, das wird dann so ein Standard-Ding. Dieser So wird Weg. das dann Kein weitergeführt. leichter sein. Oh, wenn, aus jetzt. Dieser Weg wird steinig. Mal gut, dass ich den Witz von vorhin rausgekattet habe, ne? Damit man das da nicht zusammen versteht. Ja, ist doch so. Also, das war doch jetzt eine offensichtliche Anspielung gerade. So, ich plane hier erstmal gerade kurz weiter, weil ich glaube, das, was Rufen vorgeschlagen hat in der letzten Folge mit den Häusern, also für ein paar halt, das könnte man umsetzen weiter runter, also dass hier oben halt das Hauptlager ist und dass man halt ab hier so ungefähr, sag ich mal, dann die Häuser anfängt. Wie groß mein Projekt, alleine nur wie groß mein Projekt jetzt schon ist, ne? Plus den Kram, den du halt, es wird immer mehr. Plus Ja. den Kram, den du halt machst, ne? Ich glaube, das wird halt hier definitiv das allerlängste Projekt, was wir bisher auf dem Kanal hatten. Es wird so lange noch dauern, Gut, aber ich habe halt so es gibt viele ja dann Ideen halt. jetzt. Es gibt halt meinen Dauersonntag mit Madden, aber das sehe ich halt trotzdem immer als Einzelprojekte. Jedes neue Team. Ne? Ich habe gerade so viele Ideen, Ruben. Ich bin gerade so. Bitte. Danke. Aber du hättest mich nicht auf Ideen bringen sollen. Doch, das soll. Genau das ist ja der Plan dahinter gewesen. Warum wir das ja in diesem Kreativmodus machen. Damit wir diese Pläne umsetzen können. Weil wir sind halt, es ist, man muss es halt auch nochmal für vielleicht gerade einen, der neu dazugeschaltet ist, erstmal hallo. Man muss dazu sagen, Aufbauspiele sind für uns, oder auch sowas hier jetzt, wie Minecraft oder The Forest, alles, wo man kreativ werden kann, sind keine guten Spiele für uns. Nee. Denn leider haben wir den Drang dazu zu übertreiben. Nein, sagte der und will ein Loch zubauen. Oh, das geht ja noch. Erinnere dich an meine New York-Idee. Oder erinnere dich an meine Shadow Moses-Idee. Also, ich hatte schon kranke Ideen. Wäre immer noch dafür gewesen, dass wir das zu Ende machen. Aber wir hatten leider keinen. Der das bewerten konnte. Ist nicht so gut, wenn ich gerade so still werde, ne? Alles gut, ich rede einfach die ganze Zeit weiter. Also nur so als Info für die Zuschauer, die sich vielleicht für American Football interessieren. In dem Moment führen die Seahawks gerade 14 zu 0 und sind jetzt gerade in der Verteidigung und müssen Jacksonville abwehren. Mit Trevor Lawrence. Und der ist weg. 3. und 6. Ist nicht geschafft. Loser. Gibt doch noch was Schlechteres in dieser Liga als uns. Oh, Glück gehabt. Nein, jetzt noch nicht Weihnachtslieder. Doch, du weißt, wo ich arbeite, du weißt, wie es jetzt schon bei uns aussieht. Hast du bei Ich habe Instagram dir ja das gesendet, ne? Video. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe dir das Video gesendet, wie es um 12 Uhr morgens aussieht am 1. November. Warum 12 Uhr? Frag es nicht. Es ist ein internationales Weihnachtsgesetz geworden. Es macht so viel Spaß, das gerade alles zu planen, ne? Ja, das Plan macht immer Spaß, nur dann das Bauen, das ist dann immer so dieses.
Kann ich nicht einfach so schnipsen und fertig? Für die Zuschauer, es wird noch lustig. Wollen wir erstmal schlafen? Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ach, wir können hier noch nicht. Hey, Pippi, ein Strumpf in der Padalip, Mitte. Hey, Pippi Langstrumpf. Sie macht Pippi in die Hoss. Hoss. Hoss, Hoss. Boss Hoss. Hey, Horst, was geht ab? Und das Deprimierendste wäre halt wirklich so, der letzte Baumstamm wird dran gesetzt und dann bricht es einfach in der Mitte ein. Von der Game-Physik. Das wäre so mies. Das wäre so bitter. Ich mache mal hier kurz einen Cut, weil dauert ja nicht mehr lange und dann müssen wir einfach nur noch mal schlafen. So, meine Freunde, ich habe mal den Ruven eingeladen, dass er einfach mal ohne Kommentar sich hier mal umguckt. So, kommen Sie herein. Hast Also du die Ruven Wand weiß schon noch. komplett zugebaut? Bitte? Hast du die Wand schon komplett zugebaut? Nein. Da hinten ist noch offen, in die Okay, Richtung, wo du gut. rennst. Und das könnte halt, wie gesagt, problematisch werden. Sonst. Ganz nett, ob sie es hier. Also hier, ne? Weißt ja. Tomaten. Ja, hier. Und da kommt halt, da kommen dann halt die, erstmal die Auffangstationen da für alle Neuankömmlinge. Da, wo sie noch so sagen können, ja, hey, sieht doch alles hier so schick aus, ne? Hier runter geht's zu den Häusern, zu den Dorfbewohnern, also hier kommt eine Siedlung halt hin, sodass man so sagen kann, okay, ich check mich kurz ein und dann habe ich hier ein neues Leben. So, dann geht's hier hoch, das ist die Hauptstraße übrigens. Dann kommen wir hier hin. So, für die, die nicht bekehrbar sind, beziehungsweise, ne? Gehst hier rein. Jetzt ohne Kommentar. Warum rennst du weg? Willst du nichts sagen? Was? Kranker Bastard. Wieso? Ich sag dazu einfach nichts. Warum denn nicht? Dagegen war ja sogar meine Idee noch human. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu. Also, für mich wäre es halt wieder too much. Das unten. Nee, das oben schon wäre mir persönlich ein bisschen too much aus dem Grunde, die sollen ja, das soll ja Spaß machen, dass die da drinnen sind. Ich hätte einfach nur die Wände mit Dornwänden umzäunt.
Weil die springen ja auch von links nach rechts und so, dann springen die da immer rein. Ja, aber meinst du too much? Also nein, ich weiß nicht, ob du Ja, ich die hätte an daneben den dann noch Wänden vielleicht gesehen noch eine hast. Aussichtsplattform. Ich weiß nicht, ob du an den Ecken gesehen hast, was hier steht, ne? Die. Ja, Aber weißt du, aber wofür das das. gut ist? Darf ich es kurz erklären? Ja, kannst du. Das ist einfach, also hier kommen erstmal Leute rein, einfach so als Generalprobe. So, ne? Ob sie rückfällig werden. So, alle. Und dann werden hier Leute halt reingepackt in die, ne, für die, die, also für welche, die schon rückfällig geworden sind, die kommen halt hier in diese Schlingenfallen rein. Und Kannibalen sind nun mal Kannibalen und können halt natürlich dem süßen Klang des Fleisches nicht widerstehen. Und da kann man dann gucken, okay, wird er rückfällig oder wird er nicht? Ist ein bisschen barbarisch, ja. Wenn er rückfällig wird, kann man natürlich in Sicherheit gehen, weil hier sind ja zwei Dornwänden. So, man kann selber also raus, derjenige aber nicht. Und falls es wirklich ein extrem schlimmer Fall ist, der kommt dann halt hier entweder in den stillen Raum wieder. Und wenn er sich beruhigt hat, kann man ja nochmal mit ihm reden. Wenn er sich aber nicht beruhigt hat, dann ja, die Klippe halt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich weiß halt nur nicht, und das, da habe ich mich nicht komplett mit The Forest ausgehört, ne? Ja. Weil wir machen das ja, also es soll ja mit den The Forest-Kannibalen sein, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die sich selber essen würden. Das weiß ich halt nur nicht. Das weiß ich auch nicht Aber wenn, tatsächlich. dann könnte man es halt umformen, dass da immer ein Mitarbeiter steht. Oder müsste man Oder die falls jemand das. irgendwie eben in der Siedlung auffällig geworden ist, wie zum Beispiel geklaut hat oder so, weißt Jo. ich meine, es geht dir auch so. Ich hatte nur eine Idee, und das wäre halt zur Sicherung des Dorfes, was hier hin soll. Auf das Loch. Mir ist es ja auch nur eine Idee. Eine Idee, baust da das größte Foltercamp aller Zeiten, Alter. Es ist aber nur eine Idee. Und alles andere wird ja normal. Du bist Negan und der Governor in einer Person zusammengefasst. Na, komm, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Man nennt dich Governor Negan. Ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Warte, der eine hat Auffangstationen, wo man Zombies fängt. Der andere ist einfach fucking Negan. Der andere nutzt diese Leute, um diese Dinger dann auch aus, für persönlichen Spaß und Folterei. Der andere ist halt Negan. Ich kann übrigens schlafen. Nein, nein, so schlimm ist das nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee. Warte mal, wie war das mit Glenn und Negan? Nee, 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 nee. Bist nicht so. Nee, nee. Nee. Aber Du kannst dich da jetzt auch nicht mehr rausreden, ne? Hast du ja auch gerade gemerkt, ne? man kann sagen, was man will. Denn er möchte, ich kann das ja mal erklären. Meine Idee war es halt nur, aber das Problem ist, es ist halt sehr schwer umzusetzen, um unten in das Loch zu kommen und dort auch die Baumstämme hinzukriegen. Wäre das größere Problem an der Idee. Und deswegen kann ich diese Idee auch wahrscheinlich nicht umsetzen. Denn ich weiß halt auch nicht, wie das mit den Löchern in der Plattform funktioniert. Ich wollte einfach nur aus dem Schutz heraus, weil manche Bekehrenden, die dort ja dann wieder wieder, ich sag's mal in dem Sinne, heile gemacht wurden und keine Kannibalen mehr sind, Ja. die werden ja dann auch, wenn irgendwann der Platz bei ihnen zu voll ist, werden einfach ausgesandt. Die kommen ja dann auch früher oder später zu mir in dieser Insel, denn das ist halt nicht sehr schwer zu sehen, ne? Weil es eh kein Wald mehr vorhanden.
Was? So, und ich wollte halt in der Mitte, genau in der Mitte, ein Loch machen, wo dann, falls dieser Bekehrte dann doch durch irgendwelche Umstände, egal wie auch immer, rückfällig wird, direkt eingefangen werden kann und dieses Loch runter. Denn uns für dieses Dorf wäre es egal, wie oft es bei ihm versucht wurde, ihn zu bekehren. Man sieht, er ist rückfällig, Ende. Das den Rest schützen. Und das wollte ich halt unten mit den Dornverteidigungswänden aushöhlen, damit sie halt wirklich die Gefahr los sind und sicher sind. Okay, der Typ ist weg. Er übertreibt komplett Ach, und will zu Governor Negan. nein, hätte ich gar nicht auf. Ach du, für dich ist das doch ein Kompliment. Du wirst doch gerade ganz rot vor Komplimenten. Nein. Alter. Ich brauche hier gerade ein Dorf. Schön, schön. Ich weiß halt nicht, warte mal, wo ist, Psychopath. wo ist denn hier der Eingang? Ist das der Eingang? Ich glaube, das ist der Eingang. So, dann kann man doch das so platzieren am besten. Warte, ich mach mal so, dann kann man nämlich von außen schon die Häuser sehen. Dann sieht man schon, okay, hier fühlt man sich zu Hause, hier bleibe ich. Schade, dass man keine Go-Away-Schilder platzieren kann. Alter, Ruben, die sollen Was sich hier denn? wohlfühlen. Ich würde Go-Away-Schilder platzieren. Warum? Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, Governor Negan. Kann ich Ihnen nicht, echt nicht beantworten. Wisst ihr, was er hat? Ich verstehe es nicht. Oh, hier hinten ist eine Falle gewesen. Mysteriös. Hier auf meiner Seite überhaupt noch Tiere rumlaufen. Ich habe das Game ausgetrickst. Was hast du gebaut? Auch das, was ich da gebaut habe? Daneben ist ja ein kleiner. Nein. Daneben ist ja Nein, eine niemals das, was du kleine. gebaut hast. Nee. Am Ende ist man noch ein Psychopath. Nee, danke. Ruben. Was denn? Ich bin kein Ich Psychopath. spreche. Okay, ich sehe gerade Pennywise. Hä? Während wir über Psychopathen. Okay. Ab hier an wird dieses Projekt leider fallen gelassen. Ich kriege gerade sehr creepige Vorstellungen. Oh Gott. Bist du gerade auf Instagram? Nee, bei American Football. Was? Ja, in Amerika ist heute der 31. Ach ja. Ja, auch auf Rest der Welt ist auch der 31. Nee. Ach so, nur in Amerika? Richtig. Ah, okay. Also wir haben schon den ersten. Nein, wir haben den 30. plus 1. Steht im Kalender. Und was hast du so gemacht am 30. plus 1? Oh ja, wir Das waren ein bisschen Übliche. spazieren, hab aufgenommen. Möchte mich ja jetzt hier nicht krass darstellen, aber ich habe heute ein Formel 1 Rennen gewonnen, auch wenn es nur virtuell war. Lass mir den Erfolg. Ja, immer noch. Respekt. Wie viele sind gefahren? Also Respekt für die Verlierer, ne? Ja, wer ist denn alles gefahren? Also, wie viele sind gefahren Wir heute? waren heute sogar 12. Ja, Oder und jetzt sogar stell dir mal 13 vor. gewesen. Und jetzt stell dir mal vor, also eigentlich sind ja noch, ich Mit glaube. dir 14, 5. Wir hätten 15 Leute vollgekriegt, Alter, wenn das nicht wäre. die schon alle Alter. dabei gewesen wären. Ja. Nächste Woche fahre ich ja wieder mit. Ja, und dann kann der andere, der heute abgesagt hat, auch wieder fahren. Weiß nicht, Truppen, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Leon. Ach, ja. Und wenn dann vielleicht sogar noch. Hi. Okay. Wenn dann sogar noch der andere, der leider ku kurz davor absagen musste wegen dem Geburtstag, sind wir noch mit.
Ich könnte das ja jetzt hier Mein gerade noch Gott. toppen, aber dann würdest du mich wirklich als Psychopathen, also wirklich richtig abstempeln. Mehr als das geht schon nicht. Doch, eine Schippe könnte ich noch drauflegen. Soll ich es dir wirklich von der Theorie sagen? Es ist eigentlich nur was ganz Simples. Zum Ausruhen, genau daneben, eine Bank stellen. So. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Zum Ausruhen. Zum Ausruhen, genau. Die ist auch nur zum Ausruhen gedacht, ne? Nicht andere irgendwelche makaberen Nee, Hintergedanken, nee, nee, ne? tatsächlich war das wirklich zum Ausruhen, aber halt dann daneben, genau daneben, so unter dem Motto dieses, so eine schöne Aussicht. Und dann hört man halt im Hintergrund, ne? Naja, darum ja. Zum Ausruhen. Für die Aber, eigene Belustigung ist das gedacht. nein, aber das mache ich ja nicht, deswegen, ich mache diese gemütliche Sitzecke, mache ich hier im Dorf oder so. Weil das Dorf soll ja Ja, das schon. wäre halt wirklich, es soll ja keiner mitbekommen. Ja, deswegen. Fiel dir dann mal danach ein, nachdem du den kranken Gedanken hattest, ne? Nein. Fiel dir dann mal so ein, so warte, die sollen das ja eigentlich gar nicht mitbekommen. Nee, war tatsächlich so. Ich so, ja, Mann, man könnte ja auch irgendwas bauen zum Ausruhen hier so zum Meer hin und dann so, warte. Da ist gerade noch was nebenan. Das wäre nicht so cool. Deswegen mache ich das hier schön im Dorf so. Deswegen ist das Dorf auch auf der einen Seite, die Anlage auf der anderen Seite. Es hat schon so seinen Grund. Nennst du das die Anlage? Ich möchte das nur mal festhalten. Er nennt es die Anlage. Wie nennst du es denn? Folterkammer. Nur eine Anlage, Mann. Kriegt man irgendwie die Haie, die hier unten auf dem Nein! Strand ist, kriegt man die irgendwie weg? Nein, die müssen da bleiben. Warum? Weil du die nicht wegkriegst. Schade. Aber ich habe gerade ein Womit soll das denn Pavillon aufhören? gebaut. War geplant vielmehr. So richtig schön mit Meerblick. Und Folterschreien. Nein. Mit Meerblick. Und halt so eine kleine Brücke darüber. Hallo Fred. So. Du bist gerade in der Aufnahme. Willkommen in der Aufnahme to the Forest. Also, wir bräuchten nur mal eine Information von dir. Einfach nur mal ein Rat. Ne? Kannst ja erstmal Hallo sagen. Hallo? Hat schon Angst. Also. Also, so. Rufen wir City jetzt mal was. Ich bin der Meinung, wenn du das hörst, ich bin der Meinung, er ist ein Psychopath. Und zwar hat er dort, um es in seinen Worten zu beschreiben, eine Anlage gebaut. Genau, habe ich ja auch. Ne? Wo sämtliche Folterinstrumente, Das kannst du jetzt nicht so die sagen. Es sind. dieses Spiel zur Verfügung stellt, Das stimmt nicht. eingebaut sind. Das stimmt so nicht. Ne? Es sind nur zwei. Wirklich, wenn er von der Klippe springt, landest du in Dornen Das und stimmt schon. hat eine Kammer gebaut, wo links und rechts dann andere hängen, um zu gucken, ob sie wieder zu Kannibalen Das werden. ist einfach zur Sicherheit für die anderen. Eigene Verfütterung der Leute, also so gesehen, ne? Das ist nur für die, also zur Sicherheit, zum Überprüfen. Wir können Und übrigens er möchte schlafen. das halt abtun als sicheren Ort. Also zur Bekehrung der Kannibalen, damit sie nicht rückfällig werden. Ja.
Ich sage Wir sind dazu, ein kranker Institut. Psychopath. Wir sind ein Institut dazu, dass wir die Kannibalen bekehren. So. Weißt du, und ich wäre angeblich krank, weil ich in der Mitte meines Plateaus ein Loch machen möchte, Können wir wirklich schlafen? Immer noch? wo die Bekehrten von ihm, Ja. die vielleicht rückfällig werden, runtergeschmissen werden, damit sie keine Gefahr mehr für irgendjemanden sind. Von Leuten, die hier vielleicht gestrandet sind oder, ne? Also, Mhm, die hier. darf ich kurz mal meine Idee erläutern für Fred? Mach es doch, Governor Negan. Also, das hier ist einfach eine Auffangstation oder Auffanglager, sage ich mal, oder Anlage, wie ich es auch schon so genannt habe. Lager! Alter, jetzt sind wir in Nein. ganz, ganz, ganz dunkel. Also, Nein. jetzt. Nein, Mann. Es ist hier ein. Was hatte ich gesagt? Was war's? Die Anlage. So. Es ist ganz normal ein Hof, sage ich mal, wo an den Ecken so zwei, ich sag mal, Schlingfallen sind, wo man halt Leute dran aufhängen kann. So, also verkehrt rum. Das ist einfach nur dafür, zum Nachgucken, ob die Kannibalen, die schon bekehrt wurden, ob die rückfällig werden. Da werden dann so schwere Leute, die, also, Touchdown, Seattle. nice. Kannst du mal Mhm. kurz einwerfen? Da werden dann halt einfach so welche Leute eingehangen, die halt was Schweres gemacht haben, halt die schon bekehrt waren, aber halt was Schweres gemacht haben, wie zum Beispiel Mord oder sowas halt, ne? So. Und, oder Vergewaltigung oder was weiß ich, was man halt so für Verbrechen machen kann. So. Die werden dann hier eingesperrt und die. Und dann muss man halt gucken, ob die Kannibalen dann eventuell rückfällig werden. Und wenn die rückfällig werden, kommen sie halt weiter in einen stillen Raum. Da können sie sich beruhigen. So, also wirklich so ein ganz kleiner Raum so. So zum Beruhigen. So. Und wenn sie sich nicht beruhigt haben, dann gehen sie halt hier auf die kleine Plattform und dann, naja, dann. Sollen sie halt runterspringen, das, was Ruben schon gesagt hat. So. Ich sehe das als Sicherheit. So. Ruben sieht es als Psychopath. Ich weiß nicht wieso. Ich sehe das als Sicherheit. Ich denke, was für Sicherheit, besonders ein eindeutiger Psychopath. Es war so klar, dass Fred darauf angeht. Es war so klar. Ey, Digga, was für Sicherheit? Ich denke, also, Fred. Ja, ich Ich will denke hier mal einfach nur eine drüber. Siedlung aufbauen mit ganz normalen Menschen. So. Und die, die halt nicht zu bekehren sind, was soll ich denn damit machen? Soll ich die dann wieder rausschmeißen? Das macht keinen Sinn. Dann gehen sie auf andere wildfremde Leute darauf los. Weißt du? Spielt ja so wie es Part. Gut. Das wird alles rausgekattet. Ich bin toll. Ja, natürlich. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Trotzdem danke fürs Zusehen. Die beiden sind auch, muss man dazu sagen, 12 Jahre schon mit mir befreundet. Und wäre ich wirklich Ich ein kriege Psycho. immer mehr Angst über Nein, nein, meine nein. eigene Menschenkenntnis. Ach. Was? Ach? Würdest du jetzt sagen, die war schon vorher im Arsch oder was? Das hast du jetzt gesagt. Dann kriegen die noch mehr Angst. Womit hast du mich noch angelogen? Ich bin in Wirklichkeit eine Frau. Ach so, ja, okay, das wusste ich schon. Aber Manfred heiße ich trotzdem noch. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Und für die Leute, die zuschauen und jetzt wirklich gedacht haben, dass ich halt wirklich ein Psychopath bin. Ist er. Vertraut mir. Könnt ihr das jetzt bitte mal richtig stellen? Also so langsam, ne? Ja, okay. Psychopath war noch ein Lob. Governor Negan.
So, und mit diesen Worten beende ich zumindest meinen Teil für dieses Projekt. Ich werde nie wieder reden in diesem Projekt. Ich habe Warum? nämlich Angst um mein Leben. Wollten wir Haut nicht rein noch für diese Formel 1 Folge. zusammen gucken, was? Tüdelü. Tschüss.